Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout Shelter. Und zwar zu meiner Vault 911. Ja, es tut mir übrigens sehr, sehr leid, dass wir letzte Woche das leider haben ausfallen lassen. Aber ich hatte einfach den Donnerstag, bevor Zero dann hier war, ich hatte sowas von überhaupt keine Kraft mehr, keine Energie. Ich habe mich hingesetzt vor die Kamera, in diese Kamera geguckt und dachte so, nein, nein, einfach nein. So, wie versprochen, Male, ja, du hast recht. Nein, andere Charakter. Ja, du bist natürlich ein Ödländer. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich werde euch markieren. So. Und zwar werden alle Ödländer hinten ein Ö bekommen. Bei Baxi, ich glaube, müsste eigentlich auch ein Ödländer sein, ne? Ich hoffe. Bin mir ehrlich nicht mehr sicher. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich richtig war. Ansonsten würde ich das dann einfach für die nächste Woche umändern. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, das auf jeden Fall zu machen in der nächsten Woche. Das steht fest. Aber was dann wirklich ist, will ich einfach, ich will es einfach noch nicht festlegen. So. Hier machen wir für alle Bewohner ein B. Und alle Ödländer bekommen ein Ö. So, und in der Zeit kann ich meine Rohstoffe wieder auffüllen. Weil, keine Ahnung, irgendwie immer, wenn ich aufhöre zu spielen, dann sind die auf einmal wieder weg. Also so ziemlich viele weg. Weil irgendwie läuft es immer so eine Zeit lang weiter. Und ja, bis es dann aufhört. Ja, wir werden dann übrigens auch gucken, wie wir die neuen beiden, also in dieser Folge, werde ich natürlich die neuen Bewohner zuordnen. Werde aber noch mir genau überlegen, wo ich die hinsetzen möchte. Denn wir haben hier den Joseph. Nee, ich wollte gerade sagen, irgendwie kam mir der Name bekannt vor, aber nein, das war anders. Ich weiß, weil ich habe nämlich noch einen Johnson Patterson in meiner Liste. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verwechselt. Nein, aber es sind halt so Leute, die können alles, aber nichts richtig gut. Genauso wie Anna Allen. Mal sehen, ich werde das allerdings am besten erst nach der Folge, also am Ende der Folge machen, genauso wie den Hund. Also wer jetzt denkt so, ah, ich hoffe, ich krieg den Hund, ich hoffe, ich krieg den Hund. Ich habe übrigens nur drei Leute, die den Hund haben wollten. Gut für euch. Ich habe lange gedacht, dass es sogar nur einer ist, der den Hund haben wollte. Aber gut, so, ein Bewohner mit einer Waffe aufzurüsten. Ja, verkaufe, das machen wir auch gleich. Wasser haben wir auch noch irgendwann. So, dann, damit, oh, ah ja, waren die beim letzten Mal schon? Hatte ich die nicht wiederbelebt und zurückkommen lassen? Ihr könnt ja mal endlich zurückkommen. Upsi, kann ich die hier nennen? Nee, war. Ah, schade. Okay. So, Nummer 4. Ja, aber ihr wisst ja, ihr könnt ja zum Glück bei mir nicht sterben. Von daher hoffe ich, dass jetzt nicht so schlimm, wenn der ein oder andere mal kurz verreckt im Ödland. Coole Klamotten hast du an, Tim. Auf jeden Fall. Nicht schlecht. So, aber wirklich viel haben sie alle nicht gefunden, leider. Aber es ist ja auch logisch, weil die sind ja auch noch gar nicht, ja, wir haben ja auch gerade erst angefangen. Sagen wir es so. So, ach doch, du trägst eine Waffe. Ich wollte gerade sagen, Hassan hat nicht mal eine Waffe gefunden, aber doch, er hat sie gleich angezogen, schlauerweise. Gut. Einmal noch Kontrolle. Ob auch wirklich, ja, alle wiederkommen. Kehrt heim, Generator, Wassersammlung deiner Vault-Tür. Cool. Denn ich bin nämlich dafür, dass ich im gleichen Atemzug wie die anderen nütze. Ja, wobei, nee, noch nicht. Ich muss erst warten, bis die anderen wieder da sind. Ansonsten wird es kritisch. So, damit das aber jetzt natürlich dementsprechend ein bisschen schneller funktioniert, werde ich mal kurz die Zeit vorspulen. Bis gleich. So, und schon ist nämlich der Erste wieder da. Und, oh, ja. Ich habe natürlich zwischendurch immer mal wieder Wasser eingesammelt, weil ich bin jetzt
Also ich meine, ich habe dadurch, dass ich nichts anderes gemacht habe, halt immer wieder die Rohstoffe eingesammelt, damit mir nicht das gleiche wie Zero passiert und ich irgendwann keinen Strom mehr habe. Haben wir jetzt natürlich eine Quest abgeschlossen. Cool. Sammle 100 Wasser. Lösche ein Waldfeuer. Das kriegen wir auch noch hin. Das geht manchmal schneller, als einem lieb ist. So. Dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Ödland-Sanitäter. Ja, nice. Und was ist das hier? Oh nein. Nicht verkaufen. Sammeln. Schließen. Nein, ich hab's verkauft. Ich wusste es. Ich wollte doch nur gucken, was es ist. Aber gut, ja. Ihr seht, das geht alles manchmal schneller, als einem lieb ist. Cool. So, dann. Ja, dann bleibst du einfach mal. Ach so, ja. Wir haben jetzt natürlich noch keine Sachen, die wir. Ach, schade. Ja, wir können auf jeden Fall schon mal was anziehen. Das ist eine Sache. Und ich würde sagen, ich spule jetzt trotzdem noch mal ein paar Minuten vor. Ach, weniger als eine Minute. Okay, gut. Ach so. Ja, doch, genau, weil Steve kommt gleich wieder und ich glaube. Ja, genau, Steve hatte zwei Waffen. Ist gerade wieder angekommen. Wir werden hier mal kurz was sammeln. Und dann können wir nämlich den nächsten ausgerüstet in das Ödland schicken. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist cool. Ach verdammt, jetzt wieder irgendwelche 100 Dings sammeln. Ja. Yeah, sammeln. Schließen. Hunger, essen. Oh. Die Ärmste. So. Du bekommst. Cool. Noch eine Quest abgeschlossen. Yay. Ich würde sagen. Upsi. Ja, wir haben natürlich keine Steampacks und nichts. Du darfst natürlich erkunden gehen. Und genauso wie Male darf auch endlich erkunden gehen, ja. Wie gesagt. So. Du bleibst hier oben und du bleibst auch hier oben. So einfach kann das gehen. Jedenfalls erstmal. Dann haben wir nämlich schon mal die nächsten. Wer hätte gedacht? Ich sage euch doch, das mit dem Feuer geht schneller, als man denkt. So, ihr könnt mal bitte das Feuer löschen gehen. Danke. So, die hier sind ganz fleißig. Ich finde sie so. Gleich zwei Feuer. Alter, was los? Okay. Warum nicht? Ja, genau. Ich habe ein Feuer gelöscht. Boah. Während die Baracken irgendwie verbrannt sind. Upsi. Füge zwei Räume zusammen. Das werden wir bald tun, glaube ich. Und Nahrung sammeln. Wir sammeln unsere Nahrung. Nein, nicht erhöhen. Gut. Dann. Kurz mal, genau, stimmt. Ich habe euch noch nicht markiert. Ich habe euch einfach noch nicht markiert. Mit einem Ö. In der Hoffnung, dass ich beim nächsten Mal nicht frage, was war eigentlich Ö? So. Ach, Arrow. Es tut mir voll leid hier, wa? Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht mal, wie mache ich Vault-Bewohner eigentlich glücklich? Also, ich weiß teilweise, dass sie einfach dem richtigen Raum zugeordnet werden wollen. Das ist richtig. Aber sonst? Ich habe keine Ahnung. Armer Thief. Aber ich würde sagen, eigentlich kannst du ja wieder raus, ne? Ja. Also zwar noch mit Strahlung und so, aber ich sehe da jetzt keinen Grund, der dagegen spricht, sagen wir so. Tim ist wieder da. Und oh, du hast ja mega viel mitgebracht. Das finde ich schon. Also. Warum finden die eigentlich alle keine Waffen? Das finde ich voll krass. Okay. So, ja, das ist ja alles wunderschön.
Jetzt muss ich nämlich erstmal überlegen. Wir haben zum Glück noch Zeit. Wir haben hier plus 13, das heißt. Ich glaube, ich brauche noch ein paar, ne, für den nächsten Raum. Ich brauche einen neuen Bewohner. Gut. Dann werden wir jetzt, um mal kurz, glaube ich, doch noch schon auflösen, wer die beiden neuen Bewohner sind, weil nämlich, ich brauche ja zwei Leute für die Krankenstation. Das heißt, ich brauche natürlich zwei neue Bewohner, die in der Vault bleiben. Und ich brauche danach auch noch mehr neue Vault-Bewohner, weil ihr seht hier meinen Strom. Ich weiß gar nicht, nee, die Maus habe ich ausgestellt. Der Strom ist jetzt bloß noch zur Hälfte. Das heißt, ich bräuchte langsam einen neuen Generatorraum. Das heißt, ja, dass wir demnächst auch bald Kinder bekommen werden. Yay, cool. Jo, das heißt aber auch, dass. Was hast du denn eigentlich für Attribute? Du hast viel A. Gut. Ausdauer haben wir hier gebraucht im Diner. Genau. Ja, perfekt. Und ich habe es wieder vergessen. Ich habe mir die Seite auf jeden Fall. Ich habe mir die Seite gerade angeguckt, kurz vorher. Ich weiß, wobei doch draußen. Ja, genau, Treffer waren das. Ha, jetzt weiß ich es wieder. Ja, leveln. Du bist ein Ehrengarde, du bist ein Schambolzen. Dann weiß ich schon, wer auf jeden Fall das Baby machen wird. Und zwar, weil ich weiß nicht mit P. P könnten wir, glaube ich, demnächst auch gut gebrauchen. Oder mit Stärke. Wobei, nee, Stärke brauchen wir. Warum hast du keine Stärke? Danny, warum hast du keine Stärke? Ich hätte dich jetzt so gut gebrauchen können. Weil ich weiß nämlich nicht, ob man sich so vielleicht coole Vault-Bewohner zurechtzüchten könnte. Das wäre nämlich, also für mich klingt es das logisch, dass man die Eigenschaften, die sie haben, natürlich dann auch entsprechend weitergibt. Mal sehen, weil wir brauchen definitiv intelligente Mo. Warum ist hier eigentlich keiner intelligent in meiner Vault? Das ist blöd. Weil du eignest dich so gar nicht für das Labor. Und sie geht. Ja, okay, bei ihr funktioniert das. Intelligenz 2, du auch. Das geht. Die nicht. Auch nicht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, nehme ich Anna mit in die Vault. Und werde euch gleich sagen, wer die liebe Anna Allen sein wird. Bis gleich. So, die liebe Anna wird sein. Crazy. Muss ich sagen, der Name gefällt mir, finde ich cool. So, B. B, B, B. So, Crazy B. Eigentlich, ey, das hört sich auch voll cool an, oder? Crazy B. Crazy B. Und der Crazy B wird auch gleich sofort. Dich wollte ich da nicht drin haben. Doch, 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 das ist in Ordnung. Crazy B wird jetzt in die Baracke gehen und ich habe meinen neuen Raum. Finde ich cool. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hier in der Mitte sind Zweierräume. War das so? Ja, nee. Nee, war nicht so. Da sind auch Dreierräume. Okay. Ich musste gerade noch mal überlegen. Gut, dann bauen wir eine Krankenstation. Yay, das heißt, wir haben endlich. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sehr schön. Er wird natürlich erstmal noch nicht bewohnt. Bewohnt in Anführungsstrichen. Denn die beiden müssen hier erstmal sich austoteln und fertig werden. Und ich frage mich gerade. Kehrt heim. 2 Stunden. Puh, Rex war ganz schön lange unterwegs, würde ich sagen.
Oh mein Gott, ich habe Tim noch gar nicht. Ich habe Tim noch gar nicht markiert. Es tut mir leid. Das wird sofort erledigt. Dich habe ich doch, genau, das mache ich gleich beim Anfang. Habe ich jetzt hier noch irgendjemanden? Lucky, Lucky, Lucky. Nein, habe ich glaube ich nicht. Genau. Nein, ihr seid alle schon. Und Arrow ist immer noch traurig. Sie wird immer trauriger, hallo? Nein, du musst jetzt noch diese Folge über die Vault beschützen. Weil man kann ja nie wissen, jetzt sind sie da vorne wenigstens so ausgerüstet, dass sie eigentlich die Angreifer so fast sofort besiegen sollten. Mal sehen. Mal sehen, auf jeden Fall. Gucke mal, wie sie sich verstehen. Ist das nicht süß? Ich finde das, ich muss sagen, ich finde das eigentlich total niedlich. Ja, mal gucken. Und danach werde ich ihn auf jeden Fall wieder rausschicken. Was ich mit dir mache, weiß ich immer noch nicht. Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall noch normale Bewohner brauchen. Deswegen will ich ihn, ehrlich gesagt, so lange da draußen stehen lassen, bis ich ihn wirklich einsetzen kann. Weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt 100.000 Ödländer habe, die halt so dahin laufen, dahin laufen, dahin laufen und dann im Endeffekt ich aber niemanden mehr habe, der in der Vault bleibt und zum Beispiel Strom erzeugt. Weil ihr seht schon, die Stromanzeige geht richtig runter. Aber hier brauche ich jemanden mit Stärke. Und ich glaube, Stärke ist nicht deine Stärke. Stärke ist nicht deine Stärke. Ja. Regie, sehr gut. Stärke ist nicht deine Stärke. Ach so, den kann ich ja noch gar nicht. Ach so, stimmt. Ich kann ja euch mal ausrüsten. Ja, Leute, irgendwann, aber ist es nur P und A. Okay. So, das heißt, du bist der A-Raum, du hast nichts an. Das heißt, du kriegst jetzt den Handwerker-Overall, damit wir hier mehr A haben und mehr Essen produzieren. So, was haben wir hier, das P und A? Ja, nö, ich würde das eher, glaube ich, eher für einen Ödländer nehmen. So, das ist der P-Raum. Der gerade was bekommen hat. So, dann bekommst du den Ödland-Sanitäter. Der hat. Was hat er denn überhaupt? P und L. Gut. Also nichts mit Intelligenz leider bis jetzt. Die Raider greifen an. Können sie machen. Ich bin so gut vorbereitet. Ich habe zwar überhaupt gar keine Waffen bekommen. Kein bisschen, aber ich bin gut vorbereitet. Ihr schafft das. Und ich habe keine Steampacks. Aber wobei, ich kann ja die hier wiederbeleben. Egal, alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Wir gucken uns das in der Großaufnahme an. Ich muss sagen, ich finde diese Raider-Angriffe nämlich immer tatsächlich ziemlich spannend sogar. Auch wenn ich da mal ein bisschen Schiss habe und denke so, stirb nicht, bitte stirb nicht. Ich weiß nicht, sind die hier neuerdings nur so stark? Sammeln. Natürlich sammeln. Ich habe eine Pistole bekommen. So, cool, gleich zwei getötet. Halt nicht rumrennen. Och komm, ey. Der, weißt du, der guckt so, als ob. Oh mein Gott, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, das ist ein Raider. Schieß doch. Mann. Jetzt hab dich mal nicht so. Wer warst du? Tim. Tut mir leid, Tim. Ist jetzt natürlich nicht persönlich, aber. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Spiel habt und immer so mitfiebert und denkt so, komm, komm, beweg dich, schieß doch. Ja, genau so geht das. Aber ihr hättet auch schon längst im Hinterraum verschwinden können. Nee? So, und du kannst ja auch irgendwie mal langsam sterben, ne? Stirb. Stirb. Olla Raider, stirb. Da fällt mir jetzt gerade spontan so ein lustiger Spruch ein. Von wegen, irgendwas, was war das hier? Von wegen Sterb. Wird mit I geschrieben, du Hirni. Sterbi? So für alle, die, ne? Ich glaube, wir hatten irgendwann in einem meiner Streams letztens auch so das Thema Rechtschreibung mit Kommasetzung. Nee. Ich sage nur, wir essen Opa. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber ja, man könnte es falsch verstehen. Ach komm, besiegt sie doch mal jetzt so.
Das dauert so lange. Ich bin nur froh. Ja, ihr könnt nachher auch was spielen gehen. Natürlich. Aber ich weiß immer nicht, was passiert eigentlich, wenn die Raider einmal durch sind in der Vault? Ach so, okay, gut. Hat bloß noch einer gefehlt. Ein Schlag. Weißt du, so ein Ding. Ich weiß nicht, wer sie von den beiden K.O. gehauen habt. Aber ihr habt es echt gut gemacht. Cool, und ich habe keinen Strom mehr. Das finde ich nicht gut. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Habe ich nicht noch einen, der zurückkommt? Nur noch einen, der zurückkommen sollte. Ey Gott. Tja, Buxi hat noch nichts gefunden, deswegen darf er noch nicht zurückkommen. Du hast auch noch nichts gefunden, deswegen darfst du auch noch nicht zurück. Und Thief genau das gleiche. Wobei er mir echt leid tut. Ach ja. Ja. Ja, nee, ich habe jetzt ein Problem. Und zwar, ich habe keinen Strom mehr. Was soll ich sagen? Ich brauche einen Generatorraum. Auch wenn ich keinen habe, der annähernd dafür geeignet ist. Aber gut. Das heißt, wir werden Joseph Preth nun, auch wenn er eigentlich nur bedingt dafür geeignet ist, dem Generatorraum auch mit zuweisen. Und ich werde jetzt einen Bewohner auswählen. So, und der neue Bewohner wird sein... Silas! Herzlich willkommen, Silas. Herzlich willkommen in der Vault. Und du wirst dann dementsprechend natürlich dem Generatorraum hinzugefügt. Ich bin natürlich, erster scheinbar auch sehr glücklich über meine Wahl. Ich hoffe, du auch. Und sonst, ich denke, also wenn sie sich so untereinander, ich meine die Bewohner, wenn sie es ergibt, werde ich die Bewohner natürlich untereinander immer so wieder so ein bisschen austauschen. Aber halt, wie gesagt, nur wenn sie es ergibt. Er ist auf jeden Fall glücklich. Das ist cool. Da war die Stimme weg. So, Quest abgeschlossen. Rüste 4 Bewohner mit Kampfflinte aus. Kampfflinte? Ich weiß nicht, was das ist, aber wir werden wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn es cool ist, dann werde ich es machen. Aber nur, wenn es cool ist. So, 3 Minuten. Puh. Ich bin ja für einen Tempomodus. Boom, mein Feuer. Kennt ihr das immer, wenn man das ganz dringend diesen Tempomodus braucht? Hat der Zero auch das Glück? Habe ich übrigens auch das Glück. Genau dann ist das nämlich so, dass einfach nichts passiert. Boom! Noch ein Feuer! Yay! Feuer, Feuer, Feuer! Ach, Leute. Könnt ihr nicht einfach irgendwas mal richtig machen? P-A-L. Bringt mir leider alles nix. Und die guckt euch das an, die brauchen... Geht doch mal raus jetzt. Ja gut, egal. Ich werde einfach nochmal... Wie viele Minuten brauche ich? 4. Ich werde 4 Minuten vorstellen und dann haben wir hoffentlich ein bisschen Strom. Mal sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich nichts mehr. Cool. Scheiße. Ach komm. Yay, Strom. Oh, das reicht sogar fast. Außer das Essen. Warum? Also, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel mehr Vault-Bewohner. Deswegen, Leute. Ich habe jetzt noch exakt 4 Namen, die gerne normale Bewohner werden wollen. Ich werde demnächst wahrscheinlich wenig Ödländer rausschicken, beziehungsweise wenig Ödländer irgendwie überhaupt zuweisen. Ja, das heißt, bitte, Leute, schreibt mir einfach in die Kommentare, wollt ihr Bewohner werden? Dann bitte natürlich darauf achten. Schreibt dazu, dass ihr Bewohner werden wollt. Und schreibt bitte dazu, dass natürlich den Namen, den ihr haben wollt. So. Jetzt ist mir natürlich, ich weiß gar nicht, da. Genau, da habe ich es jetzt gerade gesehen. Ich habe einen Namen doppelt. Und zwar Marlon.
So, jetzt ist natürlich das Ding, dass beide sich mit dem gleichen Namen beworben haben. Und ich jetzt unter dem zweiten, ich meine, ich habe es ja an Nickname gesehen. Ich hoffe, dass du jetzt nicht jemand bist, der einfach nur aus Jux und Dallerei zwei YouTube-Accounts hat, was ich eigentlich nicht glaube, weil Marlon ist jetzt auch nicht so selten am Namen. Wenn ihr seht, dass der Name, den ihr haben wollt, der schon existiert oder schon durch Zufall, was auch immer, schon da ist, ihr halt extra dazu schreibt, dass ihr nicht derselbe seid, weil ihr es schon gesehen habt oder warum auch immer. Ich bin mir da teilweise nicht so sicher. Ich glaube dir jetzt einfach mal. Dann, ich habe jetzt da Marlon 1310 hintergeschrieben. In der Liste, also du stehst auf jeden Fall in der Liste. Keine Sorge, nicht, dass du jetzt denkst, ich ignoriere dich oder so. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich denke mir dann irgendwas auf, wenn ihr da nichts an eurem eigenen Namen habt, dann schreibe ich halt eine 1 dahinter oder was auch immer. Also, ja, nur damit ihr halt Bescheid wisst. So, aber ich will wirklich 2 Stunden. Wie kann man da 2 Stunden lang erkunden? Der arme Siefel. Und wir brauchen auf jeden Fall ganz, 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 ganz dringend. Gott, armer Arrow. Brauchen wir das Baby? Macht Hände! Das Schlimme ist, ich kann da nicht mal viel vorspulen, weil wir gar nicht mal Ressourcen haben. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Na gut, Leute. Ihr könnt mir natürlich auch gerne wieder Tipps geben. Wäre eine Möglichkeit, denn ich sehe gerade, es ist tatsächlich Zeit, für heute Feierabend zu machen. Mit Bewohnern, die, glaube ich, keine gute Laune haben. Meine armen Bewohner. Ja, aber wenigstens habe ich jetzt wieder genug Nahrung. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ansonsten hoffe... Ah nee, Moment, Moment. Ich habe vergessen, dass ich ja noch den Hund... Sorry, Leute. Wirklich sorry. Wenn man etwas ganz am Ende machen will, ne? Ja, so passiert das dann. Und zwar... Ja, sind es dann nur 2 Leute. Weil, es hat jemand den Hund haben wollen, der leider noch nicht in der Vault ist. Sorry, Killer. Es tut mir wirklich leid für dich. Aber dementsprechend ist jetzt natürlich die Frage, bekommt Hassan den Hund oder Ehrengard ist. So, und das Ganze werde ich jetzt auswürfeln. So, und ich bin gerade pünktlich wieder da und dass die Raider angreifen. Hallo, Leute. Nicht doch. Jetzt, wo ich keine habe. Den Hund bekommt übrigens Ehrengardist laut meiner Liste. Herzlichen Glückwunsch, Ehrengardist. Ja. Du bekommst Max. Du bekommst Max. Da ist der Hund. Ich finde ihn so süß. Der Hund ist so niedlich. Oh. Der ist wirklich süß. So, und ich glaube, es stirbt gleich einer von meinen Bewohnern. Ich weiß nicht, warum, aber ja, ich habe Nahrung, 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 Nahrung. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, aber erstmal stirbt natürlich ein Raider. Ist klar, ne? Kronkorken. Ja, noch ein 2. Raider. Abgesägte Schrotflinte, yes. So, Wasser haben wir zum Glück immer noch genug. Ja, mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall zu wenig Nahrung. Und wir haben eine Quest gemacht. So viel dazu, dass ich aufhören will, ne? Bringe ein Yes! Die Quest kommt genau richtig. Ich meine, ich bekomme nur 25 Kronkorken, aber hey. Besser als nix. So, Raider, stirb endlich. Stirb! Damit die hier weiter quatschen können, ganz ehrlich. So, einer von euch muss jetzt auf jeden Fall die Strohflinte kriegen. Danny, zeig, was du kannst mit der Schrotflinte. Ich will nicht, dass der Raider in den zweiten Raum kommt. So, Ansage. Und wir müssen auf jeden Fall dann demnächst noch viel mehr Babys machen. Yay. Weil ich werde dann... Oh Gott. Dann mal eine andere Frage. Abgesehen davon, wen von euch Ödländern darf ich mir mal ausborgen? Das wäre gut zu wissen. Darf ich mir mal ausborgen, um die Räume vollzukriegen? Ihr seid ja markiert, habt ihr ja gesehen. Ich würde das tatsächlich wirklich gerne wissen. Weil ihr seht, wir sind hier ganz knapp. Ganz, 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 ganz knapp. Und es wäre natürlich cool, wenn ihr mir das sagen würdet.
Das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Ich hoffe, nächste Woche Donnerstag. Naja, Donnerstag. Ja, nein, nächste Woche Sonntag. Bis dann. Ciao.